Zeit ist gekommen. Zeige ich Ihnen, mit wem Sie sich angelegt haben. Für Girahim. Ja, wer ist das? Ein Teil der hylianischen Truppen ist zum Feind übergelaufen. Bitte was? Unsere eigenen Truppen fallen uns in den Rücken. Was ist hier los? Das kann doch nicht wahr sein. Siege die Verräter. Naja. Yay, super, nicht wahr? Nicht nur, dass wir hier eine Übermacht an Feinden ohnehin schon haben. Jetzt fallen uns auch echt schon die eigenen Leute in den Rücken. Das ist super. Hey, das sind wahrlich keine Anfänger. So, holen wir uns erstmal hier die Festung. Skiran hat uns neue Befehle gegeben. Wie kann man sich denn nur so einem Typen anschließen? Warum möchte man freiwillig für einen Verlierer arbeiten, frage ich mich. Der in der letzten Schlacht so die Fresse dick gekriegt hat. Und wie eine kleine Pussy die Flucht ergriffen hat. Naja. Ich bin so glücklich, geradezu euphorisch. Stärkung für die Truppen von Girahim ist im Tempel eingetroffen. Na super. Noch mehr Verstärkung. Oh oh. Wo ist der Anführer dieser Verräter? Wir sollten ihn finden und aus dem Weg räumen. So, finde den Rudelsführer in einer der Festungen. Großartig. Ach, da müssen wir wohl suchen. Noch ein Verräter. Ah, ja, da ist er doch. Sehr gut, das ging richtig schnell. Jemand befehligt von dieser Festung aus die Verräter. Schnapp ihn dir, schnell. Ja, Link, wie wär's mit ein bisschen Unterstützung? So, den haben wir doch jetzt gerade besiegt. Mission erfolgreich. So, die ganzen Verräter ziehen sich zurück. Ja, das ist eine gute Attacke. Ach, sehr gut. Alle Verräter wurden vertrieben. Ja, und er feiert alleine eine große Party da, wa? Oh, hat der Feind meine Pläne durchschaut? Unerfreulich. Das stört mich nun aber wirklich. Ich sollte diesen Lästigen eine Lektion erteilen. Oh Gott, noch mehr Gegner. Oh nein, oh nein. Wer kann denn das bloß sein? Ja. Es ist der Angstgegner eines jeden Skyward Sword-Spielers. Der Verbannte. Ja, auch in diesem Spiel ist er dabei und auch in diesem Spiel ist er genauso lästig.
Das Seelenportal hat ihn zurückgebracht. Er zittert, ihr erbärmlichen Sterblichen. Vorsicht, dieses Ungeheuer ist eine Inkarnation der Dunkelheit. Unser mächtigster Feind. Ja. Und er ist wirklich eine nervige Sau. Kämpfe gegen ihn waren immer eine Challenge. Und auch im Hyrule Warriors ist das nicht anders. Denn wir müssen ihn fast auf dieselbe Art, oder so ziemlich auf dieselbe Art besiegen. Indem wir seine Zehen zerstören. Das Gute ist, Fei hat eine sehr gute Spezialattacke. Und wenn wir die richtig ansetzen, wie jetzt hier zum Beispiel, dann können wir alle Zehen mit einem Angriff vernichten. Und ihn dann zusetzen. Dummerweise hält er verdammt viel aus. Denn Fei hat nicht die größte Angriffsstärke, leider Gottes. So, und den nächsten Spezialangriff bewahren wir uns auf, bis er seine Zehen da wieder nachwachsen lässt. Ach, shit. So, schnell in die Mitte hier und möglichst alle erwischen. Nice. So, kann mir hoffentlich so viel Schaden zufügen. Ah, oh, sieht aber nicht gut aus. Ich dachte, wir können ihn... Oder? Ach, Mist, verdammter. Ich dachte, wir könnten ihm jetzt noch schon so viel Schaden zufügen, dass wir ihm noch einen Spezialangriff verpassen können. Oh, scheiße. Das Ingenieur scheint seine Kräfte zu sammeln. Vielleicht will es eine Festung... Ja, unsere Festungen sind nicht wertlos. Schieß mit dem Katapult auf das Ungeheuer, wenn es steht. Oh, fuck. So, wir müssen irgendwie schnell dahin. Was will mir jetzt dieser Pfeil hier gerade zeigen? Ich da hingelangen soll, ne? Und wo dieses Katapult ist. Okay. Ah, ne? Jetzt irgendwie gerade. Nee. Hier. Hier draußen? Hä? Ich bin gerade irgendwie verwirrt. Scheiße. Habe ich gerade irgendwie Tomaten auf den Augen oder. Ah! Da ist es. So. Feuer. Jawoll, ja. Plumps. Dann wollen wir dir doch mal schnell die Schuppen langziehen. So. Ah, selbst... ihm die Angriffsleiste leeren. Das zieht ihm nicht... zieht ihm zwar was ab, aber ich hätte eigentlich gehofft, dass es ein bisschen mehr wäre. So. Ja, ich verfolge den Verband nicht nur, ich... verpassen eine ziemliche Abreibung. Und es wäre schön, wenn der gute Link mir mal helfen könnte hier. Ach, Mann. Der verdammte Goblin, wir müssen schnell unsere Spezialleiste einmal wieder auffüllen. Jawohl, ja. So. So, wenn wir ihn jetzt die Anzeige leeren können, Scheißdreck. Dann
dass wir ihn eigentlich platt machen können, aber das reicht, glaube ich, nicht. Naja, verdammt. Ach, jetzt hätte ich da in den Kreis laufen müssen, um noch nicht die... bei dem jetzt die Attacke da auszuführen. Ach, Scheißdreck. Jetzt aber. Oh, und bei unserer Magieanzeige ist voll. Das gefällt mir gut. So, schnell ein paar Gegner hier mitnehmen, damit wir schnell wieder unsere Spezialattackenleiste auffüllen. So. Oh, scheiße, ich glaube, jetzt erwischen wir nicht alle, oder? Doch. So, komm schon, und das soll ihn doch jetzt den Rest geben. Jawohl. Das war's dann für dich. So. Zu Feier meines Triumphes. Ja, die Schlacht ist noch nicht gewonnen, aber der verdammte Verbannte ist weg. Benutze ich trotzdem mal jetzt hier meine Magie, um ein paar Truppen hier wegzufegen. So, Truppen von Geheim starten eine Großoffensive. Heilige Scheiße. Jetzt können wir zur Rückseite des Tempels. Ja, besiegen wir Geheim. Ich glaube, es ist die bessere Variante, wenn wir versuchen, diese Schlacht hier sofort an uns zu reißen. Die macht es hier echt schon gewaltig. Oh, Level Up. Feindliche Truppen im Osten. Wir kümmern uns darum. Fähigkeit freigeschaltet. Das war's für dich. Wie sieht das einer an, wie voll das hier gepflastert ist mit gegnerischen Truppen. Uns da noch hinterherlaufen, ey, meine Fresse. Die einzigen blauen Felder sind hier Festungen, ansonsten ist ja die, ey, riesiger Teil der Karte hier mit roten Punkten gepflastert. Okay, wir sind fast am feindlichen Hauptquartier. Ich werde diese Festung ja auch noch mitnehmen. Einer unserer Baronenleute hat einen Stahlmeister. Schon mal Stallmeister oder Stallmeister.
auch mal eine erfreuliche Nachricht. So, die Festung gehört dann auch mal uns. Oh, und jetzt wird's Zeit, dass wir uns um die Hackfresse hier kümmern. So. Schaut doch ein bisschen angenehmer aus auf der Karte. Gerade so einen schönen Haufen Gegner bei uns haben. Ja, ich hoffe mal, ich bezahle jetzt gerade nicht dafür, dass ich hier noch ein bisschen mich hier austobe. Ja, weiter so. Oh, da ist die Tür sogar zu. Ja, ach, egal dann. Eben nicht. Was ist noch ein Felsen? Ah, ein großes Herz. Okay, brauchen wir jetzt nicht. Einer von den Spargellacken. Oh, ein Moblin kommt auch noch dazu. Verbündete Truppen haben einen Moblin besiegt. Wahnsinn, ey. Seid ihr heute richtig gut drauf. Seid so selbstständig heute. Naja, okay, stellen wir uns unserem Feind. Feind. Das ja nicht nochmal, sonst schneide ich die Zunge ab und mache einen Knoten rein. Der Dunkelfürst, geh rein. Böse Licht und gib ihn durch das Seelenportal. Nichts lieber als das. Zack, jawoll, ja. Sehr schön, der ist doch gleich nur noch Tiermehl. Ach, egal. Moblin weg. Und... Au. Mann, das ist echt hartnäckig. So. Was sagst du dazu? Hau ihn in das Portal. Jawoll. Nice. Hebe dein Schwert zum Himmel und schwinge es dann nach unten. Ja, das muss man im Spiel auch machen mit der Wii-Fernbedienung. Wenn man diese Attacke hier ausführen will. So. Das letzte Seelenportal ist vernichtet. Wir sind siegreich. Fantastisch.
Damit sind alle geschlossen. Wir haben unsere Mission erfüllt. Jetzt müssen wir wohl nur noch Sia irgendwie loswerden. Die ja abgehauen ist. Kopierstab mit 3 leeren Sockeln. Okay. Nicht schlecht. Ja, die ist ja irgendwie aus der Twilight-Ära abgehauen, hat sich dünne gemacht und sie ist ja unser Hauptziel und es wird auch im nächsten Abschnitt, ja, es gibt tatsächlich ein 8-Bit-Schwert, it's dangerous to go alone. Und im nächsten Abschnitt, Spoiler-Alarm, werden wir uns dann mit ihr ein wenig mehr beschäftigen, ulala. Und diesen ganzen Trubel dann endlich ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. So, wir haben jetzt aber erstmal hier diese ganzen Ehrenabschnitte geschafft. Und ich denke, es ist jetzt auch an der Zeit, mal einen kleinen Break einzulegen. So. Ja. Legen wir einen kleinen Break ein. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich sage an dieser Stelle dann wie immer, wie ihr es kennt, tschüss bis zum nächsten Mal und keep gaming und es bleibt spannend.